Hallo, mein Name ist Louis. Ich bin Erfinder und möchte die Welt verbessern. Wenn ich von Weltverbessern rede, dann meine ich nicht, neue Klimaschutzprogramme zu entwickeln oder schallbetriebene Raketen zu erfinden. Nein, ich rede von Menschen helfen. Betrachten wir einmal Deutschland. Die letzte Volkszählung fand im Jahre 2013 statt. Zu diesem Zeitpunkt waren es rund 80.620.000 Menschen. Davon waren 155.000 blind und etwa eine halbe Million sehbehindert. Und die Zahlen steigen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie würden die Welt nicht so, sondern so oder so sehen. Wie sollen Hindernisse wie Bordsteine zu überwinden sein? Natürlich könnte man Blindenstöcke verwenden. Doch die meisten Sehbehinderten finden diese zu auffällig oder zu unhandlich. Hier komme ich ins Spiel, denn ich habe die Anti-Stolperschuhe entwickelt. Das ist zunächst der erste Prototyp, ausgestattet mit Ultraschallsensoren, welche ein Signal an eine Relaiskarte weitergeben, die dann wiederum einen Motor aktiviert. Der Motor wird mit Klettverschluss am Bein befestigt, genau wie der Anti-Stolperschuhe, welcher per Klettverschlussband auf dem Fußrücken befestigt wird. Das ist der zweite Prototyp. Die Ultraschallsensoren wurden durch Infrarotsensoren ausgetauscht, da diese nicht von anderen ultraschallsendenden Geräten gestört werden könnten, zum Beispiel Autorückfahrkameras. Am Motorsystem hat sich derweil noch nichts geändert. Dafür ist die Platinentechnik in Weiten geschrumpft. Ebenfalls das Plastikgehäuse wurde durch ein Aluminiumgehäuse abgelöst. Kommen wir nun zum endgültigen Prototyp. Das sind die Anti-Stolperschuhe 3.0. Wir haben keinen Kasten mehr auf dem Fußrücken, sondern nur noch einen kleinen Infrarotsensor. Die gesamte Technik wurde in die Fußsohle versetzt. Zum einen haben wir unter ihrer Ferse eine Platine, die das Ganze steuert. Unter ihrer Fußsohle ist eine Powerbank, welche durch eine Induktionslademodulplatine aufgeladen wird. Das heißt, Sie müssen nicht irgendein lästiges Kabel in irgendein kleines lästiges Loch fummeln. Nein, Sie öffnen einfach den mitgelieferten Schuhschrank, welcher ein Brett hat, dessen Ausfräsung den Umrissen der Schuhe entspricht. Dann stellen Sie den Schuh in die Ausfräsung. Durch das integrierte Lademodul wird der Schuh nun aufgeladen. Die Ausrede sorgt dafür, dass die Chance, dass die Schuhe nicht geladen werden, viel geringer ist. Wir haben uns derweil gegen einen ausliegenden Schalter entschieden, denn dieser könnte an etwas hängen bleiben und den Schuh somit deaktivieren. Also ist die Lösung dafür, Sie binden die Schuhe mit den Schnürsenkeln, dann stecken Sie die goldene Nase des einen Schnürsenkels in das Ende des anderen. Das funktioniert auch, wenn man blind ist. Ja? Ich schaue jetzt einfach weg. So. Und Sie sehen, ich kann das erfühlen. Und einfach da reinstecken. So funktioniert das. Und jetzt sind die Schuhe auch schon aktiviert. Sollte jetzt etwas von dem Sensor kommen, vibrieren die Münzmotoren, welche auch in Handys verbaut werden, die wiederum im Schaft sitzen. Bei dieser Entwicklung hat mir mein agiler Sergei Burain geholfen.